Ja, im ersten Nachdenken möchte ich sagen, ist man im Grunde aufgewachsen mit zwei Gesichtern in dem Land. Zum einen mit dem politisch Gerechten oder was man nach außen darstellen sollte und mit dem privaten, familiären. Und da wir in der DDR ja gezwungen waren, mehr oder weniger die ganzen jugendlichen Durchgänge zu machen, von Pionier über Jugendweihe, Armee, war es eben schwierig, dann auch ein privates Leben zu haben. Zum einen, ich bin Christ, meinen christlichen Glauben in der DDR zu leben, war schwierig, aber nicht unmöglich. Und wir hatten auch vorweg noch zu sagen, familiäre Bindungen in die BRD damals über Großmutter, Onkel und Tante und wurden somit auch immer versorgt, informiert durch Besuche etc. Und im Laufe meiner Entwicklung wurde es immer wieder der Wunsch geweckt, ja auch meinen Besuch oder meine Verwandten zu besuchen. Das hätte zur Folge, dass ich zusammen mit meinen Eltern, meinem Bruder, einen Antrag stellte auf Besuchsreise, der für mich allein dann abgelehnt wurde im Sommer 89. Mein Bruder, meine Eltern durften fahren und ich blieb zurück. Begründung aus Nachlesen in den angeforderten jetzigen Stasi-Unterlagen ging dann daraus hervor, dass ich noch keinen Wehrdienst geleistet habe, keine familiäre Bindung habe durch eigene Familie, kein Haus, kein Grundstück etc. und somit Fluchtmöglichkeit besteht. Weitere Ambitionen in Form von eventuell jemand heiraten in der BRD ging auch nicht. Und die weiteren Erlebnisse und Entwicklungen insofern, dass mein Freundeskreis bis hin ein Jahr zuvor spektakulär über die Ostsee mit Schlauchboot geflüchtet ist, kam in mir der Wunsch im Grunde auch, die DDR zu verlassen. Offiziell bei Ausreise war nicht mein Plan, um das eben dazu publik zu machen. Und somit hat man eben andere Wege gesucht. Da im Umfeld, wie gesagt, weitere Freunde und Bekannten offiziell ausreisen, wurde es in meinem Freundeskreis immer dünner. Und somit entstand der Wunsch, irgendeine Möglichkeit zu suchen. Im Sommer kam dann in der DDR die Geschichte oder die Meldungen wurden immer stärker, dass man erfuhr, es würde kein Visum für Ungarn erteilt werden. Als treuer Staatsbürger haben wir dann natürlich versucht, oder ich, pauschal einfach mal ein Visum zu beantragen, ob zu reisen oder nicht, war gar nicht im Vordergrund. Dieses Visum wurde aber dann im Sommer genehmigt. Und somit war erstmal der Weg auf der einen Seite frei. Im Freundeskreis, Schulkameraden, hieß es dann, ja, wir fahren nach Ungarn in Urlaub. Und dann habe ich gesagt, ich fahre mit. Ich stelle euch mein Auto zur Verfügung, könnt bei mir mitfahren. Einige Tage zuvor, wo die Reise war, man kann sagen, eine Woche ungefähr war für mich die Entscheidung gefallen, du planst jetzt alles so, dass du nicht mehr zurück in die DDR reist von Ungarn und suchst eine Möglichkeit. Dort galt es aufgrund der Erfahrung von anderen Freunden, die geflüchtet sind, hatten wir Kenntnis ja, wie dann in dem Staat reagiert wird, wenn die Flucht bekannt wird. Es geschieht also, wie gesagt, die Situation, dass ich im Besitz schon eines BKWs war, beziehungsweise zwei BKWs auf meinen Namen liefen. Ich war zum damaligen Zeitpunkt 20 Jahre alt. Also habe ich die BKWs veräußert an meinen Opa, der wusste nicht, worum es geht, und habe die dann wiederum geheim in anderen Garagen untergestellt, weil bei Bekanntwerden der Flucht garantiert die Fahrzeuge, na, wie sagt man, also sichergestellt würden durch die Stasi. Das Konto wurde gelöscht und leergeräumt und somit waren erstmal die Dinge geklärt. Dann, wem erzählt man das in der DDR? Übrig blieb im Grunde mein Bruder und mein Chef, die also so als Mitwisser dastanden. Beim Chef konnte ich, wie gesagt, meine BKWs unterstellen und mein Bruder, dass ich jemand aus der Familie informiert habe. Da ich meine Eltern nicht informieren konnte,
da die aus besonderer Situation zu einer vierwöchigen Reise in den USA unterwegs waren, bei einer Tante. Die haben also davon alledem nichts mitbekommen. Die Reise wurde dann angetreten, die Schulkameraden hatten nichts geahnt. Wir sind also wie gesagt auf dem Weg nach Ungarn, das war um den 26. August 1989, haben wir uns auf den Weg gemacht. Und nach Grenzübertritt in Ungarn habe ich denen die Nachricht mitgeteilt, wortgemäß: Liebe Freunde, ich fahre leider nicht mehr mit zurück. Ihr nehmt dann mein Auto und kehrt halt wieder in die DDR zurück, damit also der Weg für die auch geebnet war. Dort in Nähe Balaton war das Urlaubsziel angekommen, machte ich mich kundig, wo nun jetzt die Grenze liegen könnte. Man hatte ein bisschen Kartenmaterial gehabt und habe mich dann im darauffolgenden Tag, der 27., in Grenznähe fahren lassen. Wir haben also dann einen Ort nähe Sopron entdeckt, wo ein Schlagbaum sichtbar war, also das Vorgrenzgebiet, wie ähnlich in der DDR das bekannt war. Dort wurde dann ich abgesetzt. Aus heutiger Erinnerung, es war ein Maisfeld, dort mit einem Rucksack, im Rucksack ein Rasierapparat und 50 DM und eine Decke. Habe ich mich absetzen lassen, verabschiedet. Meine Freunde sind zurück in den Urlaubsort gefahren und ich saß nun in dem Maisfeld. Allein, ohne Unterstützung. Im weiteren Verlauf muss man sagen, hat das Gewissen immer wieder gesagt, was machst du jetzt? Gefühlt waren das immer zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück. Wirst du erwischt, was geschieht? All diese Ängste waren auf einem gelegen. Dann, wie gesagt, war ich vielleicht gefühlt 50 Meter, 100 Meter gekommen, merkte ich eine Grenzpatrouille, somit habe ich mich im Gebüsch versteckt. Und das hielt dann eigentlich bis zur Nacht an, dass ich eigentlich nicht vorankam, um überhaupt die Grenze zu suchen. Ungefähr um Mitternacht merkte ich an dem Weg, wo ich lagerte, wo auch die Grenzpatrouillen vorbeigingen in Form von Motorradkolonne, Autokolonne, also Fahrzeuge, dass ich zwei Stimmen hörte, die sich deutsch unterhielten. Ich aus dem Gebüsch quasi meine Stimme rufend: Hallo, habt ihr den gleichen Weg? Die Leute waren erschrocken, waren junges Bärchen und konnte denen mitteilen, dass halt jetzt hier reger Grenzverkehr ist und somit ein Weitergehen garantiert wieder auffliegt. Die haben mir jetzt kurz berichtet, dass sie also Stunden vorher schon geschnappt wurden und einfach ins Hinterland wieder verbracht wurden und haben einen zweiten Start gewagt. Und so verbrachten wir dann im Gebüsch die ganze Nacht und früh beim Hellwerden haben wir uns im Grunde auf den Weg gemacht, weil dann wurde es im Grenzbereich wieder ruhiger. Sind dann durch Wälder, Gestrüpp geirrt, um die eigentliche Grenze zu finden. Was uns dann auch gelungen ist, als wir dann vor einem Stacheldrahtzaun standen. Das Bärchen hatte einen Bolzenschneider mit, Loch in den Zaun geschnitten, durchgekrochen. Jetzt aufgrund der Ängste trotzdem noch belastet, sind wir, oder habe ich dann zu denen gesagt, wir müssen jetzt feststellen, sind wir wirklich in Österreich oder ist das nur eine Show, Grenze, die uns hier vorgegaukelt wird. Das bestätigte sich aber dann, dass wir in Österreich waren, aufgrund, dass Säcke in den ländlichen Feldern dort rumlagen, wo also deutsche Schrift drauf war. Dort auf einen weiteren Weg Weg gefunden. Es dauerte nicht lange, fuhr dort ein Fahrzeug vorbei. Wie sich dann herausstellte, war es der Bürgermeister des kleinen Ortes, der dort also jeden Morgen seine Tour macht, um die Flüchtlinge einzusammeln. Von daher auch schön, wir setzen uns in den BKW rein. Meine Angst war wieder groß und das Misstrauen war groß, als ich in dem BKW hinten drin saß. Erste Reaktion: Geht meine Tür wieder auf oder nicht? Dass ich also im Bedarfsfalle noch mal wieder flüchten könnte aus dem Fahrzeug, falls das die Stasi ist, die wieder Leute einsammelt. Das war nicht der Fall. Wir wurden in eine Turnhalle dort gebracht, erst versorgt mit Kaffee, Getränken etc. 12 Uhr, dann mittags kam ein Bus. Das war also alles organisiert dort schon und in regelrechten Abläufen eingeordnet. 12 Uhr der Bus auf dem Weg nach Wien in die deutsche Botschaft. In der deutschen Botschaft wurden wir aufgenommen, bekamen dort ein Zugticket, was uns nach Gießen bringen sollte. Und
einen ersten Beitrag, glaube ich, von 50 Euro so als Mittel dann für unterwegs zu haben. Die Zugfahrt selber haben wir mehr oder weniger verschlafen, möchte ich sagen. Erster Grenzübergang war Passau. Man hat seine Papiere hingezeigt, alles okay, und dann war eben das nächste Ziel Gießen. Unterwegs wurde aber dann gesagt, Gießen ist voll und ihr werdet umgeleitet nach Münster in eine frei gewordene Kaserne. Somit hatten wir dann, als wir in Münster ankommen, ideale Bedingungen. In Gießen lag man auf Gängen, musste dort schlafen. In Münster hatten wir zu zehnt ein Kasernenzimmer. Und somit, die Sache war also geregelt von der Unterkunft her. Das Aufnahmeverfahren dauerte ca. 3 Tage. Es kamen Leute aus der Bevölkerung, spendeten Kleider, Schuhe etc. Bis hin zum Koffer haben wir uns dann also dort ausgestattet, um so eine erste Reisegeschichte zu haben. Dort war dann der Ablauf so, dass wer wusste, wo er hin will, sein Zugticket bekam und ansonsten, wenn nicht, in ein weiteres Auffanglager erstmal untergebracht wurde. Für mich war klar, nach Hamburg im Landkreis Binneberg, was Schleswig-Holstein ist. Das habe ich angegeben, kam dort an und wurde dort eben dann von Großvater, Großmutter, Tante, Onkel begrüßt und konnte somit halt in meine neue Familie aufgenommen werden. Meine Tante, die hatten keine Kinder, war ich quasi der neue Sohn geworden und wurde auch so behandelt und hatte somit ein optimales Startfeld. Von dort aus dann die dortige Registrierung, Ausweispapiere bis hin zur Arbeit. War also alles geklärt. Das Schreckensfeld, was uns in der DDR mitgeteilt wurde, es gibt nur Arbeitslose und es ist alles ganz schlimm, stellte sich nicht so dar. Ich hatte also dann binnen kürzester Zeit über Telefonate und Bewerbungen 3 Arbeitsstellen, konnte mir das aussuchen, wo möchte ich arbeiten. Als Büromaschinenmechaniker war ich in der DDR tätig und das konnte ich dort dann ausüben, was auch alles glatt durchging. Das Schöne war dann der 9. November, wo wir uns ja heute befinden, dass die Grenze geöffnet wurde und somit konnten wir uns dann 2 Tage später mit meinen Eltern wieder treffen in Neustadt an der Aisch. Dort ist auch Verwandtschaft und dort war dann der erste gemeinsame Punkt. Und die schweren Erlebnisse oder Vorstellungen, seine Familie nie wieder treffen zu können, wurden damit eben aus dem Weg geräumt und darüber waren wir alle sehr glücklich.